Und damit herzlich willkommen zu meinem Ersatzprojekt zu Halo, also wegen Halo 3 Ersatzprojekt. Halo Reach! Ja, hoffen wir mal, dass wir nicht hier auch so Probleme bekommen wie in einem anderen Spiel. Und ratet mal, wer wieder dabei ist. Der Mr. Moin Moin. Genau, Mr. Moin Moin. Beo. So, dann komm mal bei mir rein. Übrigens, wie wir eigentlich in Halo 3 auch machen wollten, was wir die ganze Zeit vergessen haben, hier, Kuhglocke, Grunt Geburtstagsparty und IHDVSK, diese drei Schädel aktivieren wir, weil sie einfach geil sind. Jo, Kampagne lädt. Ja, das ist halt, wie gesagt, das Ausweichprojekt wegen Halo 3, weil Halo 3 ja leider irgendwie extreme Aufnahmeprobleme macht. Es leckt ohne Ende und es ist einfach unspielbar. Mal sehen, wann wir es weitermachen. Vielleicht liegt es doch einfach an den Servern von Halo 3. Ich halte jetzt jedenfalls meine Fresse, weil ein Intro kommt und ja, wir muten uns, ne? Genau. Gestern um 2600 ist jeglicher Kontakt zum Visegrad-Relais abgebrochen. Ich habe Trupps geschickt, die seitdem vermisst werden. Und jetzt schicken sie uns. Der militärische Nachrichtendienst hält den Einsatz eines Spartan-Teams für eine Verschwendung wertvoller Ressourcen. Ich aber nicht. Commander? Das ist also die neue Nummer 6. Cat, kennst du seine Akte? Nur das, was nicht geschwärzt war. Hat sich schon jemand bekannt, Sir? Der MND hält es für lokale Aufstände. Vor 5 Monaten haben sie auf Harmony ein Relais beschossen, um unsere Augen und Ohren auszuschalten. Und dann 2 Frachter geklaut. Das darf hier nicht passieren. Reach ist zu wertvoll. Reparieren Sie das Relais, Noble 1. Sir, so gut wie erledigt. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Holland aus. Lieutenant. Commander, Sir. Ich bin Carter, der Chef des Noble-Teams. Kat ist die 2, Emil und George 4 und 5. 6, Sie kommen bei mir mit. Um ehrlich zu sein, Sie treten in Fußstapfen, Lieutenant, die der Rest des Trupps lieber unberührt lassen würde. Ich bin einfach froh, Noble wieder komplett zu haben. Eins noch, ich kenne Ihre Akte, auch das vom MND zensierte. Ihre Fähigkeiten werden uns sicher nützen. Aber wir sind ein Team. Also, keine Einzelaktionen mehr. Klar? Verstanden, Sir. Willkommen auf Reach. Jo, und damit geht's halt los, ne? Eigentlich ist es sogar schlauer, wenn wir jetzt erst Reach spielen, weil storymäßig ist Reach ja eigentlich der allererste Halo-Teil, so gesehen. Von Halo Wars abgesehen, weil es ja kein Shooter ist.
Aufgepasst, Nobel. Ja, aber Halo Es geht Wars. Um eine defekte Relaisstation, 50 Kilometer von Visegrad entfernt. Und mach dann wird Cat sie reparieren. Ich mach's, denke ich. Kann's kaum erwarten, Commander. Sir, warum sollten Rebellen Reach kommunikationsfähig machen wollen? Vielleicht kannst du ja fragen, George. Commander, kein Signal zum Hauptquartier mehr. Alternative Kanäle? Suche? Nada. Irgendetwas blockiert uns. Ihr habt's gehört. Funkloch bestätigt. Das wird ein Ausflug ohne Kommando. Ich bin jetzt schon einsam. Und man sieht schon, sein Kopf brennt. Ja, Sir. Was man nicht sieht, Weiner brennt auch. Nur in Blau. Irgendwann wird man es vielleicht mal sehen. Ich weiß nicht, ob man es in Cutscenes irgendwann mal sieht. Nee, ich glaube Cutscenes nicht. Schade eigentlich. Ja, mein Kopf brennt halt blau, seiner brennt halt so in diesem Rot-Gelb-Normal-Flammen-Stil. Setzen Sie uns dort ab. Wir starten jedenfalls. Ah, okay. Wir starten voll ins Spiel jetzt ein. Wie gesagt, 3 Schädel aktiviert. Die sind ziemlich lustig, die Schädel. Eher optisch als physisch. Eher optisch als physisch, genau. Also nicht, dass wir irgendwie stärker werden oder dass wir irgendwie schwächer werden oder so. Nehmt mich mit. So. Und wir wollen ja auch viel von der Story zeigen, deswegen... Bleiben wir auch mal da stehen. Notruf kommt aus dem Süden, Commander. Wir sind nah dran. Roger. Augen auf. Gebäude 3-4. Sieht von hier frei aus. Feuer einstellen, Noble 6. Hast du gehört? Ja, okay. Signal gefunden. Identifizierbar? Negativ. Aber militärisch. Wo sind dann die Soldaten? Warum sehen wir keine Sprengstoffrückstände? Noble 3, irgendwelche Rückstände im Gebiet? Negativ, Sir. Unmöglich. Nicht auf Reach. Da ist Blut. Und nicht wenig. Okay, Noble, hier ist wohl nichts. Weiter geht's. Drauf beim nächsten Gebäude, Boss. Das sehen wir uns näher an. Noble Team, Angriffsgenehmigung erteilt. Aber passt auf, wir müssen uns ja nicht groß angreifen. Vögel! Ich bin jetzt übrigens so ruhig, damit man auch was von der Story mitbekommt und ich nicht die ganze Zeit dazwischen laber. Wir werden gleich noch mehr reden, keine Angst. Spätestens in den Gefechten. Aber die Umgebung sieht echt geil aus. Ich meine, die Grafik ist zwar jetzt nicht auf dem neuesten Stand, trotz dass das Spiel vom letzten Jahr ist. Weil ich meine, wenn man sich die Pflanzen mal genauer ansieht, die sind halt, eigentlich. Aber die Grafik an sich sieht schon ziemlich geil aus, muss man sagen. Oh ja. Auch hier, diese ganze Aussicht und alles, es ist schon Noble extrem 6, geil. Geh ins Haus. Aber leise, ich bin direkt hinter dir. Leise und er haut erstmal so ein Ding kaputt. War ich nicht, das war Geist. Stuhl. Licht macht man wie an? Ah genau, Nachtsichtgerät. Weil Nachtsicht, ja. Damit man hier auch mal was sieht. Noble 1, Hitzesignale im Gebäude voraus. Ich hab mir dieses Haus eigentlich nie genau angeguckt. Ich auch nicht. Das sind keine Rebellen, das sind Bauern. Ich geh mal nach oben. Verstecken, Sir. Was ist das eigentlich für eine Sprache? Die Nachbarn wurden letzte Nacht angegriffen. Er hörte Schreie, Schüsse. Gegen Morgen war's vorbei. Er sagt, etwas hätte seinen Sohn getötet. Etwas? Commander, empfange Hitzesignale im Gebäude unmittelbar östlich Ihrer Position. Over. Verstanden. Bringt sie wieder rein. Osmantam Beverly, Kerrig. So. Ja, jetzt darfst du wieder. Ja, ich weiß auch nicht, was das für eine Sprache ist. Also ich habe mich auch mal gefragt, warum sprechen die nicht einfach Englisch bzw. Deutsch, was auch immer, halt eine Sprache von der Erde, weil ich meine... Oder sind das wirklich Leute, die auf Reach geboren sind, also die gar nicht von der Erde hier hingeschickt wurden? Noble Team, im Lauftritt. Ja, das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht, ich weiß es echt nicht.
wundert einen halt nur und das ist ein bisschen unlogisch. Oh, komm schon. Geht doch. Verdammt. Commander, was haben Sie vorgefunden? Over. Militärverluste. Zwei der vermissten Soldaten. Sie wurden anscheinend verhört. Er hat auch eine ODST-Rüstung an. Eine ODST, eine Spartenrüstung, Spartanerrüstung. Ja, ein bisschen, ne? Bisschen, aber nur nicht komplett. Sieht nur so aus, glaube ich. Lebst du noch? Ich sehe übrigens gerade nicht, was du machst. Ach so. Ich bin gerade storymäßig hier ein bisschen. Was war das denn? Zeigen. June, siehst du irgendwas? Negativ. Nichts auf dem Wärmebild. Ich würde gerne viel storymäßig hier zeigen, weil Reach halt auch sehr die Story wichtig ist, damit man die nachfolgenden Teile alle versteht. Ich glaube, die Leute haben bei Halo 3 überhaupt nichts verstanden, haben nur gedacht, das ist nur Geballer. Ja. Boss, Bewegung vor ihrem Gebäude. Verflucht, Allianz! Kopfschuss. Jetzt geht's los. Ja, ducken. Ach genau, so war ducken. Doppelbonus. Wir sind nicht allein. Banshees! Achtung, Charlie 1! Banshee! Oh nein, keine Banshees. Verdammt! Panzerung wird durchstochen. Aber jetzt reicht's mir. Rage. Dem ist die Granate in Hand hochgegangen. Sehr schön. Ist das so geil, Florence Geburtstagsparty. Und da oben sind June und der Pilot. Doppel 1, feindliche Landungsschiffe. Falcon kommt zur Unterstützung. Hier finde ich auch gut gemacht, dass sie beide Landungsschiffe benutzt haben. Sowohl den Phoenix als auch den da. Das war's? Den Phoenix und den da hinten. Was mit denen? Das sind beide Landungsschiffe. Was war das denn jetzt?